So kennst du das auch, die ganze Wohnung ist voll Arbeit und ich druck mich den ganzen Tag. Doch ich fühl mich la, ich hab keine Lust auf Ordnung. Mich hört's nicht. Thomas Franz Reger, quasi ein alter Gast, ein bekannter Gast im Fluss. Diesmal aber mit einer ganz speziellen Produktion. Und zwar hat er ja seine CD vom letzten Programm fertiggestellt und er wird sie mitbringen und daraus auch ein paar neue Titel singen. Ja, genau. Also wie manche vielleicht wissen, habe ich das Programm ja schon mal gespielt im Fluss oder einen Teil davon. Und meine CD erscheint am 18. September. Und insofern habe ich mir gedacht, für diesen Anlass werde ich vor allem die Lieder spielen, die ich live normal nicht unterbringen, die aber auf der CD drauf sind als Bonustracks, glaube ich. Also denen werde ich mich live eben dann widmen. Wie ist das eigentlich? Man kennt dich, wie du live auftrittst, dass du mit Sampling eben sehr viele Instrumente einspielst. Im Studio musst du eigentlich ganz leicht getan haben, weil du ja eigentlich schon alles kennst. Ja, das klingt gut, aber ich habe mir für das Studio tatsächlich ein paar Profis geholt, weil einfach, also ich kann rudimentär Bass spielen und ich kann auch Gitar ganz passabel, aber fürs Studio ist es dann super, wenn man wen hat, der ein Ding speziell gut kann. Und so habe ich mir halt drei Gitarristen, verschiedene Gitarristen, zwei Bassisten organisiert, die mir da helfen und sogar Sängerinnen, die mich, eine hat mir einen Tag gecoacht, damit ich auch mal ein bisschen einen anderen Einblick in die Welt kriege. Doch ich würd's frei statt, dass ich putz wie ein Wüder und die Zeit am Boden verbring. Mir ist die Zeit schon, weil das scheint es so nie gespazieren, das macht mir Sinn. Doch ich würd's frei statt. Das heißt also, die Arrangements auf der CD klingen doch wesentlich anders wie dein Live-Programm. Genau, das kann man so sagen. Also auf der CD klingt es tatsächlich wie Band. Und jetzt habe ich auch so einen kleinen Traum im Hinterkopf, dass ich nächstes Jahr im Sommer, vielleicht in der Region Niederösterreich, man weiß es nicht genau, eben genau so einen Versuch mache und diese Lieder mit Band spiele, so wie sie auf der CD klingen. Aber sie sind tatsächlich Bass, Schlagzeug, Gitarre, Gesang, Keyboards, wie man sich von einer Band vorstellt. Wie fühlst du dich eigentlich in diesem Raum des Fluss und was hältst du überhaupt von dieser ganzen Konzeption, dass es in Waidhofen eine Kleinkunstbühne gibt? Ja, ich war ja in Waidhofen jahrelanger Musikschullehrer und insofern finde ich alles, was sich kulturell dort auch um die kleineren Sachen kümmert, die jetzt noch nicht Rückendeckung haben von großen Managementabteilungen oder wo 500 Leute kommen werden, dass die eine Möglichkeit haben aufzutreten in einem sehr schönen Ambiente, wo die Akustik super ist, wo einfach die Stimmung ganz nett ist und jetzt da das Licht und alles irgendwie dem Raum adäquat angepasst ist. Sowas zu haben in Waidhofen, das ja schon große Seele hat, ist eine super Geschichte. Und finde eine gute Möglichkeit, auch speziell für mich jetzt. Dass ich putz wie ein Wüder und die Zeit am Boden verbringt. Mir ist die Zeit schon, weil was scheint es so nie gespaziert. Es macht mehr Sinn. Viel mehr Sinn.